Aber dafür muss man so wie der hier ungefähr 2 Stunden lang Kaktus farmen. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hypixel Basics hier auf Skyblock. Heute zeige ich euch, wie ihr die Sandkollektion freischalten könnt, ohne je einen einzigen Kaktus zu farmen und damit auch das Sandminion und den Soul Sand Trade. Theoretisch schaltet man die Sandkollektion bei 2500 Kaktus frei, aber dafür muss man so wie der hier ungefähr 2 Stunden lang Kaktus farmen. Aber vollständigkeitshalber zeige ich euch nochmal, wie ihr das mit dem Kaktus macht, also für die, die es selber farmen wollen, da geht ihr in die Farming-Kollektion und bei Kaktus 5 schaltet ihr die Desert Island frei. Da könnt ihr dann Sand farmen, ansonsten könnt ihr nirgendwo Sand farmen. Aber jetzt zeige ich euch den Trick, wie ihr die Desert Island bekommen könnt, ohne je Kaktus zu farmen. Wie bekommt man jetzt die Desert Island, ohne dass man je Kaktus farmt? Dafür geht man einfach ins Auktionshaus, sucht nach Desert Island und geht dann zu Tools and Misc, stellt auf Ending Soon und kauft sich dann die neueste Desert Island, also die, die als schnellstes fertig wird. Die gehen so für ungefähr 500. Bei meinem Glück musste ich jetzt ein paar Mal mehr drauf bieten und habe dann eine bekommen für 575. Aber ihr könnt auch gleich auf ein paar bieten und wie ihr seht, könnt ihr die dann auch wieder gut verkaufen. Wenn ihr eure Insel jetzt erfolgreich ersteigert habt, dann geht ihr wieder auf eure eigene Insel, sucht euch einen Ort, wo ihr etwas Platz habt und setzt die dorthin. Dann wird die generiert und normal ist da auch noch ein Crystal mit dabei, der euch die Kakteen macht. Da kann man auch ganz coole Farmen mitmachen, das zeige ich in den nächsten Videos. Aber jetzt würden wir erstmal die Insel hier abbauen und können somit dann die Sandkollektion freischalten. Wenn ihr die Sandkollektion freigeschaltet habt, dann reicht auch die Insel, um das Sandminion zu bekommen. Dann habt ihr auch unendlich weiterhin Sand oder ihr kauft auch 2 von diesen und baut die ab und bekommt dann den Soul Sand Trade, so wie ich jetzt. Ihr könnt jetzt eure ganze Insel abbauen oder nur ein bisschen. Ich habe schon eine, deswegen habe ich jetzt meine ganz abgebaut. Und ihr bekommt ungefähr 4 Stacks Sand. Das reicht auf jeden Fall, um den Sandminion erstmal Level 1 zu machen. Und der gibt euch dann mehr Sand. Dann könnt ihr den auch noch höher leveln oder weitere machen. Aber dazu komme ich gleich noch. Ihr bekommt auch noch ein bisschen Kaktus und Zuckerrohr und ein paar andere Blöcke. Hier seht ihr jetzt, wie ihr euer erstes Minion machen könnt, also eine Holzschaufel in der Mitte und 80 Sand drumherum. Den Sand könnt ihr dann für Tränke verwenden oder um eure Minions weiter aufzuleveln. Auch eine ziemlich coole XP-Farm könnt ihr damit machen, aber das zeige ich euch in den nächsten Folgen. Und bei der Sandkollektion Stufe 3 schaltet ihr auch den Soul Sand Trade frei und der ist auch sehr nützlich für die Potions. Das war's mit dem Video Hypixel Basics heute. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie ihr ein automatisches Lagersystem bauen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert und eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.